Revolutionen schreiben gerne hohe Ziele auf ihre Fahnen. Demokratie, Menschenrechte, ein Ende von Folter und Korruption. Das, was wirklich Tausende auf den Tahrirplatz oder in die Straßen von Benghazi treibt, ist oft sehr viel näher am täglichen Leben. Hoffnungslosigkeit im Beruf, Verzweiflung, wenn junge Leute nicht heiraten können, weil sie kein Einkommen und keine Wohnung haben, und ganz oft Hunger. Hunger ist der größte Revolutionsbeschleuniger überhaupt. Und das trifft nicht nur korrupte Regime. Das gefährdet auch junge, labile Demokratien, die ihre Menschen enttäuschen. Vor allem in armen Ländern. Dort, wo Familien fast ihr ganzes Geld für Lebensmittel ausgeben müssen, ist es eine Katastrophe, wenn der Brotpreis um 20% steigt. Und sie steigen, diese Preise, weltweit, getrieben von wachsender Nachfrage und von Spekulanten. Ein Problem mit mehr Sprengkraft als mancher Grenzkonflikt, wie Christian Kirsch berichtet. Sie stehen auf, fast überall in der arabischen Welt, für Freiheit und Menschenrechte. Aber getrieben sind diese Proteste auch vom Hunger. Denn wie hier auf dem Markt in Kairo sind die Preise überall dramatisch gestiegen. Grundnahrungsmittel kaum mehr bezahlbar. Die Preisexplosion ein Nährboden der Revolution. Ich habe immer 5 Kilo Reis gekauft, sagt Elham Fatah. Jetzt kriege ich für das Geld nur noch 1 Kilo. Oft reicht es nur für Brot. Es trifft sie hart. Die Hälfte ihres Geldes braucht sie fürs Essen. Weltweit steigen seit einem Jahr die Grundnahrungsmittelpreise. Soja wurde 27% teurer, Weizen 45%, Mais um 42%, Öle und Fette zogen gar um 56% an. Viele Menschen sind von solchen Preissprüngen überfordert. Die Weizenbörse in Chicago, hier werden Getreidepreise gemacht. Hier treffen sich Bauern, Investoren, auch Spekulanten. Diese extremen Sprünge, die wir jetzt sehen, sind eindeutig den Spekulationen zuzuordnen. Und hier strömt viel Geld rein und es wird höchste Zeit, dass hier was unternommen wird. Kühle Investitionen im großen Stil, ein Hauptgrund der Preisexplosion, gnadenloses Investment. Auch wenn ich gerne den Spruch zitiere, auch Weizen kann reizen, so mahne ich doch uns Investoren dazu, Zurückhaltung zu üben bei der Spekulation in Agrarrohstoffen. Weil wir treffen damit die Ärmsten der Armen, wenn wir mit Agrarrohstoffen versuchen, Geld zu machen. Deshalb bin ich ein entschiedener Gegner. Noch ein entschiedener Gegner, Frankreichs Staatschef Sarkozy. Auf dem Gipfel der G20 geißelt er die Kostenexplosion bei Grundnahrungsmitteln. Lebensmittelpreise im Fokus der hohen Weltpolitik. Unbezahlbares Essen als Treibsatz für Revolutionen. Doch lassen sich an den Börsen noch Spreu und Weizen trennen? Es ist relativ einfach zu machen. Auch an den Börsen, an den Terminbörsen wird sehr wohl unterschieden bei der Zulassung der jeweiligen Teilnehmer für den jeweiligen Handel, ob es sich um einen Commercial handelt, ob es sich um einen Produkt